Fläche kann jeder, aber bei den Details, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man die luftdichte Ebene plant und verarbeitet. Neben mir ist Christoph Heinrich von Züblin Timber. Du bist Bauleiter dieser Baustelle und es gibt ja ganz schön viele Details. Genau, die Details, die sollten wir natürlich nicht auf der Baustelle erst lösen, sondern schon viel früher. Wenn der Architekt uns die Konstruktionen gibt, muss man natürlich im Einzelnen einmal die Detailpunkte mal rausfiltern und schauen, wie die luftdichte Ebene funktioniert. Und man muss halt wirklich darauf achten, dass halt die Details so einfach wie möglich gehalten werden, dass man durch einfache Klebebänder und Folien das einfach lösen kann. Das heißt, beim Luftdichtheitskonzept habt ihr ja schon überlegt, wie geht es so einfach wie möglich auf der Baustelle. Und deswegen habt ihr auch viele vorgefertigte Produkte verwendet, Lösungen, also zum Beispiel Manschetten. Genau. Also wir haben bei uns in der Halle einzelne Details rausgezogen, haben die nachgebaut und haben durch Herrn Kilian von Proclima einen super Ansprechpartner gehabt, da wo man im Einzelnen dann wirklich Details oder die Schwerpunkte und Schwachstellen gefiltert haben und uns einfach da die Beratung dazu geholt haben. Und muss man einfach sagen, es war wirklich ein super Kontakt und haben wir gute Lösungen dazu gefunden. Genau, neben mir steht nämlich Markus Kilian, Anwendungstechniker bei Proclima. Du hast beraten und das begleitet, das Projekt. Du bist immer da, wenn jemand eine Frage hat. Was war so für dich das Wichtige? Also was machst du so, wenn jemand sagt, hey, wir haben hier ein Bauprojekt, kannst du uns helfen? Na gut, das kann man so pauschal gar nicht beantworten, weil jedes Bauvorhaben ist anders, jeder Wandaufbau ist anders und Luxus ist es natürlich, wenn es so passiert wie bei Züblin Timber, dass man in der Halle schon mal einfach ein Muster bauen kann, eine Musterwand bauen kann und da verschiedene Details ausprobieren kann, mit verschiedenen Dingen und Produkten einfach mal testen kann und das ist natürlich dann optimal. Du bist ja ein großer Fan von Manschetten, ihr habt ja auch viele Manschetten jetzt genutzt. Magst du auch Manschetten? Wenn man sie mögen kann, wenn man Gefühle dafür entwickeln könnte? Na, das Gute an Manschetten ist halt, es gibt ja viele verschiedene von Proclima und da muss man halt auch schauen, welche Kabel das verwendet werden. Muss man halt schon mit der Elektrik davor abstimmen und dann kann man die davor bei uns einbauen, wird die in die Wand einbaut und danach werden einfach die Kabel vom Elektriker durchzogen und dann stellt man automatisch eine luftdichte Ebene her. Markus, wir haben ja mal das Projekt uns angeguckt und geschaut, was sind so typische Anschlüsse im Holzbaum. Und da hast du gesagt, was ganz besonders an diesem Projekt war? Genau, also was ich besonders cool gefunden habe, war tatsächlich, dass sogar die Gerüstanker vorgeplant waren. Und überall, wo ein Gerüstanker geplant war, schon so eine Rohrmanschette drin war. Das heißt, von Anfang an war außen quasi die Winddichtigkeit schon gegeben durch die Manschette. Also wirklich perfekt vorgeplant. So sollte es sein. Also wenn ihr dann auch Fragen habt, dann schreibt uns oder an die Technikhotline technik@proclima.de. Wenn ihr mehr über das Projekt wissen wollt, dann schaut auf proclima.tv oder in den Proclima-Blog. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, Praxistipps, Online-Seminare und richtig gutes Fachwissen, dann abonniert unseren Newsletter proclima.de/news. Und folgt uns auf Social Media.